Na gut, das hier ist das Level, von dem ich, auf das ich mich vorbereiten musste. Yay, Tippi hat gute Neuigkeiten. Es gibt einen Skylift, der uns direkt zu Sektor C bringt. Da, wo wir hinwollen. Tippi, hast du wieder mein optisches System kaputt gemacht? Hm, ein Vogel. Gezwitscher. Was ist das denn? Er macht sich über den Roboter lustig. Es, dieses Wesen. Die Reise endet hier. Meine Reise. Das scheinen die Besitzer der Station zu sein, die auch die zentrale Intelligenz neu erbaut haben. Genau, und der hat auch die Gammastrahl im vorletzten Level gemacht. Hat den TP weggenommen, hat alles nichts geholfen. Jetzt bin ich trotzdem hier und seine Brüder, das heißt, es gibt noch mehr davon, werden dann wohl zufrieden sein. Und da ist er. Der letzte Gegner-Typ in diesem Spiel. Ach, der mächtigste. TP dieselbe. Nein! Er spielt das passiv, ne? Da bin ich aber gespannt. Für einen Checkpoint. Ich hätte gerne einen Checkpoint. Also, das müsste ich alles wieder nochmal anhören. Naja, die einfachste Lösung wäre jetzt, ich schmeiß den da runter und dann ist er tot, ne? Also mach ich doch mal, ne? Zack. Ups. Und ihr seht, diese Viecher, die können die Zeit anhalten. Und Dinge umherschieben. Unter anderem auch den Roboter. Und das machen sie leider sogar ziemlich intelligent. Gerade nicht. Naja, aber hier, guck mal, hier oben gibt es doch so ein schönes, tolles Explosionsteil. Das kann ich doch bestimmt auf den draufwerfen, oder? Oh, nein. Auch das kriegt er gebacken, dass ich ihn damit nicht erwische. Hier kriegt er es hin, mich rüber zu schicken, aber das, hui, ging gerade noch mal gut. Aha. Also ich weiß im Prinzip, wie man den Level löst. Ich habe das vor 3 Wochen noch hingekriegt. Ich habe mir das Replay nochmal angeguckt, deswegen weiß ich jetzt, wie das funktioniert. Aber ich habe es dann gestern oder vorgestern mehrfach versucht und nicht hinbekommen. Naja, ich versuche es einfach mal. Die Idee ist nämlich folgende. Wenn man diesen Explosionsblock auf das Viech draufschmeißt, dann geht man selber, beziehungsweise teleportiert es sich weg. Man kann aber, wenn man das Viech auf dem Kopf hat und das Explosionsteil noch mit dazu auf den Kopf nimmt und sie selber fallen lässt, dann teleportiert es sich nicht weg. Allerdings ist der eine Blockabstand zu klein, als dass der Roboter unverschont bliebe. Das heißt, in dem Moment stirbt er selbst. Das Ziel ist jetzt, den Gegner hier auf den Kopf zu kriegen, da hochzufliegen, hierhin, dann den Block hier oben drauf zu nehmen und beim Runterfallen gerade knapp links neben dem Block zu landen, sodass sowohl der Gegner als auch das Explosionsglas da oben auf dem Block landen, aber der Roboter ein kleines Stück tiefer steht und damit verschont bleibt. Zuerst muss ich jetzt also den auf den Kopf kriegen. Das mache ich, indem ich ihn hier runterschubse. Dann ich hier rüber. Jetzt muss ich ihn ein bisschen nach links schieben. Genau so. Nein! Das ist nämlich genau das Problem. Das ist hier ein bisschen, das ist eine Millimeterarbeit. Man kann den nicht so weit rechts auf dem Kopf balancieren, weil er dann runterfällt. Ne? Das ist ja relativ am Anfang auch mal mit so einem Stapel orangenen Blöcken passiert. Man hat zumindest Schwierigkeiten gemacht. Andererseits muss man, genau deswegen muss man relativ nah an den orangenen Block dran. Es gibt halt sowohl die Gefahr, dass man zu weit rechts landet, auf dem Block drauf, oder halt ein kleines Stück zu weit links, sodass der Gegner samt Block runterkommt. Und in beiden Fällen ist der Roboter selber auch tot. Das ist natürlich nicht erwünscht.
ein zweiter Versuch. Ich guck mal. Mach das mal so. Ich flieg mal hoch und setze mich gerade so minimal auf den Block drauf. So. Kleines Flug nach links, kleines Flug nach rechts. So, wunderbar. Das hat geklappt. Schön. Tippi ist wieder da. Yay! wie ist der denn hier gekommen? Was ist gerade passiert? Ja, da wurde, wie man sieht, wurde Tippi pausiert. Der hat nicht mitbekommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Genau. Böse, böse Gegner hatte ich ausgeschaltet. So, kennst du die Viecher? Warte mal. Bitte sag mir, dass du ihn nicht genervt hast. Das ist auch unser Ticket raus hier. Bitte sag mir, dass du dich entschuldigst. Du hast auch nicht. Vielleicht können wir hinterhergehen und versuchen, das zu erklären. Naja, er hat gesagt, dass er Brüder hat. Vielleicht sind die ja mehr lebendig. Ja, machen wir die Tür auf. Vielleicht finden wir ja noch mehr davon. Oh ja, da sind noch mehr. Sag ihnen genau, was ich dir sage. Warum machst du das nicht selbst? Weil nur der Roboter den TP hören kann im Kopf. Okay, war das ein kleines Festchen? Ich würde gerne ein Raumschiff ausleihen, nur für eine kurze Zeit. Hallo, nochmal. ein rotes Raumschiff würde ich mir gerne ausleihen. Diese Station ist designed, um isoliert zu sein vom Rest der Galaxie. Es gibt hier keine Schiffe, die rein oder raus können. Und selbst wenn sie eins hätten, würden sie es auch nicht hergeben, weil der Roboter ihren Bruder getötet hat. Es gibt schon einen Plan, um die Taten des Roboters ungeschehen zu machen. Ja. Wie kann ich sie jetzt loswerden? Überalteter, übergroßer Taschenrechner. Mach sie kaputt. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da einen Checkpoint gab. Ich probier's einfach mal. Nein, es gab natürlich keinen Speicherpunkt hier. Deswegen habe ich gerade nochmal alles. Ah, hier ist der Checkpoint. Na, vielen Dank. Na gut, also, es gibt hier eine Lichtschranke. Wenn ich da jetzt runterfliege, dann stürzen sich die Viecher auf mich. Deswegen gehe ich da jetzt nicht runter. Und es gibt hier so Sternchen, die gab es eben auch schon. Die zeigen einen Leptonpartikelspur. Und was hier passiert, ist, wenn man die Viecher versucht zu töten, indem man so ein Explosionsglas auf sie schmeißt, dann teleportieren sie sich genau hier hin. Und zwar quasi hier hin und dann fallen sie runter. Das heißt, man kann hier auch schön stapeln. Zum Glück gibt es hier eine kleine Unterstützung in Form von diesem Zeitstoppteil. Und das erste, was ich hier machen möchte, ist die Viecher erstmal von dem Abgrund wegbringen. Das macht schön so aufeinander. So ist gut, dass sie genau einen Stapel ergeben. So. Und den hier, ganz wichtig, jetzt nicht über der Schlucht hängen lassen. Weil sobald er runterfällt, wird er sich dann nämlich den Roboter dahin schieben und sich selbst auf den Roboter draufsetzen, sodass man da kaum noch von wegkommt. Aber da sie hier gerade nicht in Gefahr sind, ist das auch in Ordnung. So, als nächstes muss ich den hier noch loswerden, oder? Ja, bin mir nicht sicher. Ich mach die einfach mal alles auf einen Stapel. Ich habe das Gefühl,
Gefühl, die KI ist hier auch ein kleines bisschen anders als bei dem einen vorhin. Weil der eine vorhin hat den Feuerblock, den Explosionsblock, wenn ich ihn auf ihn draufgeschmissen habe, einfach auf den Roboter draufgeschoben. Und ich glaube, hier teleportieren sie sich wirklich weg, statt das zu tun. So, nochmal. Jetzt fällt der Roboter wunderbar. Und jetzt kann ich hier rein. Sind das schon beide? Ja, das sind beide. Da fallen zwei raus. Die fallen unten durch, aktivieren die Lichtschranke nochmal und sorgen dafür dann gleich, dass die nächsten beiden rauskommen. Warum ich hier beide will, also das sind gerade zwei, die unabhängig voneinander fallen. Zwei, es geht einfach schneller, weil man dann zwei immer zur Verfügung hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht braucht man auch sogar zwei, weiß ich gerade nicht. Also ich will den jetzt in Falle stellen. Und zwar zuerst soll das untere Teil hier auf den aktuellen Stapel, das war knapp, auf den aktuellen Stapel drauf fallen, so dass sie sich zur Partikelspur hinbieben. Und das zweite soll ein ganz kleines bisschen danach runterfallen, da wo sie sich hinbieben, und es sollte schon ein oder zwei von denen töten. Ja, aber... Mist. Wie ist das passiert? Wenn ich dann näher an die Wand muss... weiß ich gerade nicht. Knapp. Wenn man neben ihm landet, dann schubst du einen runter. Was habe ich gerade falsch gemacht? Warum hat das nicht funktioniert? Ich sollte mich, glaube ich, näher an die Wand reinstellen. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das was bringt. Vielleicht habe ich auch den Stapel zu groß gemacht für einen Anfang. Also der Trick ist, glaube ich, tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, dass sie einfach nicht schnell genug reagieren können, wenn sie sich teleportieren und danach dann sofort abgeworfen werden. Das ist, glaube ich, der Trick dahinter, warum es gerade funktioniert hat. Uiuiui, das klappt nicht. Also schnell hier hoch. Also es hat gerade nicht geklappt, weil die Zeitanhaltezeit so kurz war. Ich mache hier nur einen Dreierstapel und lasse die anderen beiden einfach mal so sitzen. Schon ein Fehler gewesen. Wobei, wenn ich den jetzt... Ich kann ihn nicht hochnehmen. Ich kann den hier machen. Und da kann ich hoch. Unten gehört. Die beiden da sitzen zu lassen, war vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Und, ich versuche hier das Ganze nochmal. Runter, der soll dahin, wo sie später sind. Und der untere kommt zuerst runter, der soll dahin. Und diesmal gehe ich ganz nach rechts, damit sie mich nicht nach links wegschieben können. Was zum Henker? Moment, da sind jetzt gerade zwei. Ich guck mir mal eben an, was. Na, das funktioniert nicht. Ich kann mir da jetzt gerade nicht anschauen, was da passiert ist, leider. Vielleicht sind zwei, drei auch zu viele auf einmal. Das kann natürlich sein. Dann lade ich, dann mache ich das Ganze erstmal mit zweien. Nämlich mit den beiden hier, die ewig sind hier. Um die Lichtschranke zu aktivieren. Das ist hier so, ja, das passt. Mal kurz hoch. Ich lasse den jetzt auf die kleine Stufe da unten fallen. Dann werfe ich seinen Kollegen da einfach drauf, da habe ich hier einen Zweierstapel. Und eigentlich sollten zwei auf einmal getötet werden. Das sollte funktionieren. So. Ne, du bist doch ein Depp. Du bist doch ein Depp. Du bist doch ein Arsch. Na! Na! Puh! Knapp. So close. Okay.
Na gut, dann versuche ich es erstmal nur mit einem. Das war blöd mit einem. Ich muss das natürlich machen, wenn beide in der Luft sind. So zum Beispiel. Und dann versuche ich es erstmal nur mit dem einen hier unten. Vielleicht sollte ich den oberen erstmal rüberschieben. Ups. Teleportieren? Oh, mal schauen, was hier passiert. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir doch bitte in den Kommentar. Ich habe zwar diese Folge hier oder diesen Level vorbereitet, aber trotzdem klappt es gerade nicht. Beim letzten Mal hat es so geklappt und das funktioniert. Wenn ihr eine Idee habt, wie es funktionieren könnte, was ich anders machen könnte, schreibt mir das bitte. Ich werde es ausprobieren. Und ja. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme, versuche ich mich dann nochmal daran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.